Hallo Leute, willkommen beim Grillstar, ganz genau. Ja, ich habe meinen Stand hier aufgebaut, genau da ist er, hier in der Mitte. Da, ich kreise nochmal ein für euch. Der Supertreffpunkt hier. Da wird hier ordentlich gelunzt hier. All of Olaf habe ich eingeflogen hier nach Texas hier. Hilft ein bisschen mit. Und hier die Presse, die ist natürlich nicht weit hier. Die muss erstmal ein Schwein fotografieren. Ganz genau. Mhm. Hallo Freunde, willkommen beim Grillshow-Stand hier. Ganz genau, hier ist das Spanferkel. Da geht Pizza offen und die Jungs sind schon fleißig am Zaubern. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß hier auf der geilen Show. Wie versprochen, Tosnell hatten wir hier am Fass. Von der Strate Brauerei gesponsert. Herzlichen Dank nochmal für die 200 Liter. So, und hier Schweinchen dick. Viel Leute da, viel Prominenz. Besucher werden wahrscheinlich jetzt erst einströmen. Hat er jetzt erst um 10 angefangen. Ja, schauen wir, was der Tag noch bringt. Ja, perfekt. Ne? Geiles Wetter, geile Location, schöner Stand. Alles wie gehabt. So, ich mache meine Kamera fertig für die Mühlsonne mehr. Und ich werde den besseren Film drehen als Johnny the Grill Show. Wahrscheinlich kriegt er das nicht gebacken, denn er wird natürlich aufgehalten von irgendwelchen Fans, die ihn hassen. Ja, da winkt er noch gut. So, hier, das Feuer brutzelt hier. Und das Schwein wird so langsam durchgeballert. Ja, schön low and slow. Und der Mann, der das Mikrofon hält, was der macht, der singt immer. Der kann das richtig gut. Oh, wie lieb. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ah, hier, der Junkie wäre auch da. Darf auch mal reinbeißen. Und hinter unserem Stand hat sich die Grillelite versteckt, also hinter unseren Zelten. Wir machen nur ein bisschen Fingerfood. Also es gibt gleich ein paar Wraps mit Sauerkraut und Bratwurst und später so ein paar Steakbites mit Bacon umwickelt. Ein bisschen Spaß machen. Nicht so ganz spaßig ging es bei anderen Leuten an. Da gab es Gemüse auf der Platte. Aber zum Glück sind wir wieder beim Grillshow-Stand. Ja, ein mega Event. Ich habe schon fleißig für euch Bratwürste unter eure Fans gebracht und die Fans lieben euch. Während in Villa Riba schon geschrubbt wird, wird in Villa Bajo noch ordentlich gegrillt. Na, oder in Villa Bajo. Aber es sieht schon mal sehr gut aus, wie hier geburnt wird. Zünden wir mal ein bisschen. Boah, ist das ein Anblick, Freunde. Da burnt's mal richtig, wie ich sage. Ja, 200 Euro hat mich der Grill gekostet, aber er funktioniert hier auf dem Festival super. Natürlich war auch Klaus da, der gerade nicht grillt, aber wir haben uns natürlich vertragen. Er durfte bei mir so viel Bier tanken, wie er möchte. Ganz genau. Auch hier nette Fans, die ordentlich anzünden. Hier der Kollege vom Ehrlichen Essen. Hat natürlich auch ordentlich was zu essen gekriegt hier. Er hat die Live-Shows hier kommentiert. Und man sieht jetzt hier ungefähr, wie voll das hier war. Zurück zum Stand. Der Junkie wird auch ab und zu mal erkannt. Professor Taste, die Kinder, sie lieben alle. So, hier, ich messe nochmal nach hier. Ja, 69 Grad muss es haben. So, hier ein paar andere Stände und wieder bei uns. Pizza gab's natürlich. Wenn ihr gerne möchtet, aber es ist noch heiß, sonst nimmt euch hier. Wir sind auf alles vorbereitet. Ihr seid sehr vorbereitet. Ja. Ist sehr lecker, glaube ich. Jetzt. So, auf die Plätze. Fertig. Sehr gut. Danke. Gebt ein bisschen Probierwurst, wenn ihr wollt. So, Olaf, besten Dank nochmal. Er hat richtig alles gegeben. Er ist ins Schwitzen gekommen. Ja, und hier, Mues, da darf natürlich nicht fehlen. Hier gibt es natürlich eine Menge zu entdecken hier. Und überall gab es was zu probieren. Wir haben natürlich alles umsonst rausgehauen, wie die ganzen anderen Läden auch. Und ja, mehrere Portionen geballert. Hier der Soßenmann. Ja, darf natürlich auch nicht fehlen. Und mal sehen, wie es mundet. So, bin gespannt. Ihm gefällt's schon mal. Überall war was los, wie ihr seht. Hier der Pelletmann, ne? Darf auch mal zuklappen. Und hier bei uns die Girls natürlich. Napoleon hier, auch ein guter Kamerad hier. Der hat auch leckere Sachen auf dem Grill gebastelt hier. Wie ihr seht, schönes Steak hier. Ja, hier Bühnenshow immer nebenbei, läuft immer weiter hier. Ein paar Zuschauer gab es natürlich auch. Aber am meisten waren die Leute da, wo es was zu fressen gab. Bäh!
Gurke! Johnny, du Schwein! Ihr könnt euch noch ein bisschen Pfeffer drüber packen. Ja. Hast du eine Empfehlung für unsere Fans? Hier. Ballert euch ein bisschen Pfeffer drüber hier. Dann nehmen wir doch mal die Empfehlung. Das. Gerne. Und dann mal ausprobieren. Wenn ihr gut essen könnt. Und lasst es euch schmecken. Ja, das ist mager. Das nehmen wir mal. Genau. Ja, ich habe hier eine Veggie Pizza gemacht, selbst eigenständig hier. Und wie schmeckt die Pizza? Gut, aus dem Bier. Ja, sehr lecker. Ja, sehr lecker. Siehst du, ich mache die beste Pizza der Welt. Und Johnny kann nicht. Oder? Sag du das lieber, ich trau mich nicht. Das Grillshow-Team hat natürlich das volle Programm rausgeballert hier. Ganz genau, bei so einem Ansturm nicht zu verachten. Guckt euch den Laden an. Rappelvoll war das hier. Ich stehe hier neben dem Mann, der die 6 Gewürze gekauft hat, des Glücks. Die Gewürze fürs Glück. Zum Rauflumpfen. Ja. Von wem hast du das empfohlen gekriegt? Von meiner Frau. Oh, ich dachte, der Gemüsemann. Ah, nur ein Witz. Der hat mir ja nahegelegt, ich soll sagen, ich bin Fan vom Gemüsemann. Da haust du mir eine rein, dann ist das Interview vorbei. Ja, genau. Ja! Hallo. Guten Tag. Kleinste Fan. Ja. So sah das Ganze von Google Earth aus. Wir fahren mal ran. Natürlich gab es ein Foto für die Girls. Ganz genau. So. Der Mann muss fotografieren und ich muss smilen. Hat geklappt. Ja, hier. Auch nochmal mit dem Mann eins ballern hier. Drück drauf. Zünden. Ich bin auf der richtigen Seite hier. Alles klar. Sehr schön. Sehr schön. Danke. Zünden. Ja. I got my bricks in New York City. A dinner in New Orleans. Johnny, du Schwein!
Ja, wie lange brauchst du denn noch ungefähr? Die Leute haben Hunger. Aber wir sind so, wenn ich beim Fußball sagen würde, in der 75., 80. Spielminute. Also wir sind auf einem guten Weg. Wir geben jetzt noch ein bisschen Feuer, dann drehen wir es nochmal auf die Schwartenseite, um es schön hochzukommen. Ich glaube, dann könnten wir schon die erste Keule langsam abschneiden. Ne? Ein bisschen muss man natürlich noch warten auf das Schwein, aber man kann ein bisschen Bullriden hier. Ja, Spaß macht's natürlich auch, wenn er einer runterballert. Ja, jetzt hat er gleich verloren. Ja, gezündet. Ja, hier, Dry-Age-Schwein von Onkel Voss. Kann man zwischendurch immer mal probieren hier. Ganz genau. Und so langsam, jetzt was mit dem Schweinchen. Nochmal, Schwein und Junkie. So, also mittags gegen 14 Uhr, 15 Uhr. Ich habe nicht mehr ganz auf die Uhr geguckt. Ja, da wird gleich das Schwein angesägt hier. Ja, ein paar Leute getroffen hier. Hier Beef and Meat war auch da. Ja, hier war immer was los bei Onkel Johnny am Stand oder bei der Grillshow natürlich. Ganz genau. Hier, das lag bei den anderen da auf der Feuerplatte. Sieht auch nicht schlecht aus. So, ja, ein bisschen Salz drüber, ne? Da können auch die Leute mal zugreifen. Hier haben wir richtig einen rausgeballert hier neben uns. Sieht gut aus hier. Oh, ein schönes Steak. Ist nicht zu verschenken. Was ist das, Gemüse? Tja, naja, das kommt in den Eimer. So, und wir hier können gleich das Schwein zünden. Was ist das für ein Ninja? Ach, der Ninja hat ein paar Fans, muss man ja sagen. Hier bei Johnny. Da war was los, ihr seht's von außen. Rappelvoll die Bude. Denn jetzt sägt Onkel Voss die Sau an. Ja, komm. Gib alles, Junge. Erstmal zwei Kohlen abgesägt. Wir fangen unten an. Und kämpfen uns zum Kopf nach oben los. Ja. So, ja. Hier Onkel Voss trangiert hier. Er weiß, wie es geht. Natürlich mit dem Grillschirmmesser, ist ja ganz klar, ne? Gucken sie noch skeptisch, ob das schmeckt, aber gleich werden sie zünden. Oh, ja, ein bisschen Kruste ist drauf. So, sieht das nicht gut aus, Freunde? Da greifen schon die ersten Gabeln zu, oder? Die können nicht zurückhalten. Die Girls sind zuerst dran. Schon mal testen für 14 Tage, ob sich das lohnt. Auch Big Green Egg hier vorne links lässt es ordentlich zünden. Hier! Ja! Überall gab's Fleisch zu probieren. Natürlich ein paar kleine Häppchen, wie ihr seht. Aber die Menge macht's ja. Hier, so, da hat sich einer den Schweinekopf geklaut. Fleischthermometer kann eingepackt werden. Wir sind raus. Wir haben alles rausgeballert. Über 1000 Portionen haben wir rausgegeben, ne? Natürlich Probierdinger, aber über 1000 Menschen haben hier was gefuttert bei uns. Ja, nach 8 Stunden sind wir leer geballert. Ganz genau. Wir haben alles umsonst rausgeballert. Danke nochmal an die Strate Brauerei für das Detmolder. Ein bisschen Unterstützungsbier kann jeder gebrauchen. Lasst den Daumen nach oben brennen. Abonnation nicht verpassen und bis bald. Das ganze Grillshow-Team hat sich gefreut, euch zu treffen. Danke, dass ihr da wart und auch so zahlreich. Johnny, du Schwein!